Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Drakensang. Wir stehen hier immer noch in den Tiefen von Gruldur. Und da ist mal wieder ein untoter Groll, der gerade jedwede Fallen auslöst. Das lasse ich ihn jetzt auch einfach mal weiter tun, bis er stirbt. Assimilative Gräumemagie, würde ich sagen. Man muss dieses Konstrukt auch irgendwie wieder deaktivieren können. Okay, und wie? Ah! Wie bewegt sich gerade die Kamera? Scheiße. Okay. Einfach nur schnell bitte hier durch. Okay. Das sollte so nicht laufen. Zum Glück habe ich ja gerade hier noch gespeichert. Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Ging das denn noch mal? Ja, schauen wir mal. Monolith. Eine zwergische Statue, die von den Grollen verändert und verzaubert wurde. Ihre Augen leuchten bösartig und sie wirft nach Feuer nach allem, das ihnen zu nahe kommt. Was konnte man denn da nochmal machen? War da doch hier irgendwas? Aber was? Ah, jetzt kann ich hier einen Gräumenschalter. Konnte ich den vorher auch schon verwenden? Ich weiß es nicht. Gut, jetzt müssen wir höchstwahrscheinlich gegen den einen kleinen Grollen kämpfen, weil ich ja jetzt nicht gewartet habe, bis der von der Falle zerstückelt worden ist. So. Ihr könnt schon mal euren Armatrotz erhöhen. Du kannst mir auch schon mal ein neues Skelett rufen. So. Aber mal weiter. Okay, diesmal ist der ausgeschaltet. Aber zwei Fulmen hier rein. So, das müsste ja jetzt hier schnell erledigt sein. Ja. Sehr schön. Speichere Spielstand. Metallteile und ein Knauf. Und bitte noch einmal speichern. Dann gehen wir mal hier rein. Monolith. Mal wieder. Okay, Rastula sei gnädig, wandelnde Riesengebeine. Was für schwarze Magie steckt dahinter? So. Islife. Du kämpfst mal gegen das Zyklopenskelett. Funny Story, bei mir hat Stralda sogar tatsächlich mal geschafft, im Alleingang das Ding zu zerstören. So, mal schauen, ob
Islaif das zumindest aufgehalten bekommt. So. Ihr versucht... Oh, verdammt. Ach, Jost, warum schießt du auch noch so nah dran? So, hau ab. Dann bitte einmal Heilung für... Giftheilung für ihn. Und dann... Heil doch einfach mal rum. Und du verteilst jetzt nochmal Klugheitselixiere. Scheinbar gehen diese Krollen-Waffen auch blitzig find. Da können die auf jeden Fall machen. Du kämpfst bitte danach weiterhin gegen das Skelett hier. Du wirst mal ein Klugheitselixier ein und du auch. So. Islaif haut sich dann auch einfach mal einen großen Heiltrank rein und verzichtet dafür auf Josts Heilung. Die kann bitte danach direkt dann auf Nasreddin gehen. So, großer Heiltrank bitte. So, du kämpfst weiterhin hier gegen. So. Okay, wer muss der Islaif ein bisschen mehr helfen? Kann ich da ein Eisenrost drauf sprechen? Weil eigentlich ist das ja keine Stahlwaffe. Wen greifst du an? Weißt du was? Unterstützt du doch mal da hinten Onkel Islaif. Jost geht, glaube ich, bald down schon. Jost ist so gut wie am Ende. Okay, Jost ist am Ende. Ich glaube, ich werde diesen Kampf verlieren. Das ist gar nicht so einfach, der Kampf. Leben zu Wüstensand. So. Islaif, weißt du was? Du ignorierst das Zyklopenskelett jetzt sogar mal. Tauschst dafür lieber irgendwas hier um. Dann schmeißt du Onkel Nasreddin bitte auch einen großen Heiltrank rüber, den der mal eben trinkt. So, komm, mach. Dankeschön. Säbeln. Jost ist wieder auf dem Bein. Der kriegt jetzt sogar auch einen Heiltrank. Braucht jetzt keinen großen. Hier, bitteschön. Danach ein Clarum Purum. Danach guckst du mal, was du machst. Okay, dass Islaif dem Skelett den Rücken zudreht, ist scheinbar doch nicht die beste Idee. So, wen auch immer du jetzt angreifst. Du greifst bitte den an, der dir in den Rücken schlagen will. Ja. So. Wen kämpfst du? Gegen den hier. Du bist schon wieder vergiftet. Das ist ätzend. Meine Güte. So, bitte hier einmal einen Heiltrank. So, nee, bitte das Zyklopenskelett weiter. Gut, gut. So, Jost. Geschwind zwei Clarum Puri. So. Es hat natürlich wieder hervorragend nicht geklappt. Meine Fresse. Habe ich irgendwie... Ich habe nur was gegen Benommen machen, leider. Weil nichts, was gegen Umwerfen hilft. Tod allen Feinden. Okay. Ach, meine Fresse, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Gwendala. Ja, du wirst Nasreddin eh nicht geheilt bekommen, rechtzeitig. Okay, Islaif ist jetzt tot. Ich habe verloren diesen Kampf.
Ich muss hier ganz anders rangehen. Dann eben ich. Mir nach. So. Ja, komm, mach einfach jetzt hier irgendwas noch. Mehr Schüsse. Ganz ehrlich, versuch einfach irgendwie Sphero. Nasruddin versucht hier irgendwas. Mehr Schritte. Ja, das hat eh nicht geklappt. So, komm. Ich lade einfach nochmal neu. Quick Save. Mist. So schwer habe ich den Kampf jetzt dann doch wieder nicht in Erinnerung eigentlich. Vielleicht sollte ich auch eher Nasruddin. Ja, ich glaube, ich lasse Nasruddin eher gegen das Skelett kämpfen. Und Islife mit Schwert und Schild, mit Axt und Schild dann doch lieber in den Nahkampf gehen. Gegen die Grolme. Ich glaube, das ist besser. So, auf jeden Fall könnt ihr jetzt schon mal alle ein Klugheitselixier einwerfen. So viel habe ich gelernt. Dann seid ihr immerhin alle nicht mehr von Blitzdichtfind betroffen. So, dann tausch du mal für diesen Kampf mit Nasruddin das Amulett. Weil Nasruddin wird glaub schneller vergiftet. Das Quicksaven wir nochmal. So, das können wir einmal. Stula, sei gnädig. Wandelnde Riesengebeine. Was für schwarze Magie steckt dahinter? So, machen wir es mal anders. So, jetzt greifst du mal hier an. Islife, stürzt sich bitte sofort da hinten irgendwie hin. Gwendala auch. So, und Jost. Verteilt jetzt mal hier reihum im Schein der Marder. Eisenroste. Das geht ja zum Glück. Jost finde das auch noch faszinierend hier. Okay, danach bitte einmal Clarum Purum für Gwenny. So, du greifst bitte weiter hier an. Ah, Mann. Jost ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil er sich immer umwerfen lässt. Das ist echt nicht förderlich. Heil die schon mal. Obwohl, bereue ich es jetzt schon, dass ich den Befehl gegeben habe, zu heilen. So, greift bitte den hier an, der Gwenny noch angreift. So, Jost ist wieder da. Jost, taub bitte ab und dann versuch mal ganz schnell hier irgendwie Clarum Purum. Nasruddin helfe ich mit einem großen Heiltrank aus. Den ich jetzt nur nehme, weil er halt die Regeneration noch mit hat. Die kann ich, glaube ich, hier ganz doll gebrauchen. Danach ein Klingensturm. Du, ein Hammerschlag. Ja, Islife hier ist schon die bessere Lösung, glaube ich. Ja, Jost hat sich wieder umhauen lassen. Also Jost bringt in diesem Kampf gar nichts. Also der beweist sich hier eher als absolut nutzlos, leider. So sehr ich Jost doch eigentlich sonst schätze. Ich mache mal hier einen kleinen Trick. Der ist eigentlich ein bisschen Cheating. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Islife ganz kurz dieses Amulett für die Immunität gegeben habe, hat er auch sein Gift entfernt. Mache ich eigentlich nicht. Das ist, weil, wie gesagt, eigentlich ist das zu sehr Cheating für mich. Es war jetzt einfach nur meine Ausnahmesituation. Du machst mal ein Plumum Barum auf deinen. Vielleicht bringt das ja was. So, Islife räumt zum Glück mit den Grollen relativ gut auf. Ah, verdammt. So, du versuchst jetzt nochmal endlich schnell ein Clarum Purum. Danach legst du dich schlafen, weil du sowieso wieder umgeworfen wirst. Nur dann heil dich bitte währenddessen. So, schaffst du es?
Tatsächlich. Oder auch nicht. Oh, das ist gerade ungünstig. Jetzt will er hier Dingens haben. So, Nasreddin, hier, beschäftige mal wieder das Skelett und, nimm mal eben schnell einen Heiltrank. Salam. Wünsche mir gerade meinen Trall da zurück. So, du stellst dich mal, du läufst mal ein bisschen weg. So, und dann nimm bitte den, der hier auch, die entsprechend gefährliche Waffe hat. So, Jos, Nasreddin. Jetzt kommen wir hier komplett durcheinander. Noch ein Heiltrank. Lass dich doch jetzt bitte nicht so viel treffen. Klappt doch sonst auch. So, ich bitte dich. Nimm diesen Heiltrank, dankeschön. Aber direkt dafür wieder treffen lassen. So, Jost. Leg Gwenny schlafen und dann heil bitte ihr Gift. Das ist gerade sehr riskant, ich weiß. Jetzt habe ich hier einen Geist. Das ist natürlich äußerst unpraktisch. So. Onkel Nasreddin. Der sich mal wieder hat umwerfen lassen. Also Nasreddin, jetzt ist mal echt Zeit hier ernst zu machen. Och, jetzt fehlt mir ein Punkt, um deine Dolche zu erhöhen. Ich glaube, es hackt hier wohl. So, Nasreddin. Es wird mal hier Zeit, dass du zeigst, dass du was kannst. Weißt du was, Jost? Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass du jetzt einfach im Nahkampf bleibst. Eisenrost drauf. Alan. Dann konzentriere ich nur darauf, hier noch zu heilen und, ja, ach. Hätte ich doch den Eisenrost nicht versucht. So, einmal hier noch ein Klingensturm. Oh, immerhin haut Islife hier so dermaßen rein. Also ich glaube, ohne Islife hätte ich hier schon lange verloren. Ist echt gut, dass ich den hier auf die Grolme loslasse. Grolmgeist, verdammt. Aber hier ein Klingensturm. Du erstichst. Der hat keine Waffe. Das ist auch schön. Ein Fulmen, bitte. Ach, und natürlich eine Giftheilung danach. Ein Clarum Purum. So, hau drauf. Und dann töte bitte ihren Gegner. Gut, jetzt läuft es zum Glück sehr viel besser. Ich hätte Islife nicht herausnehmen sollen, aber ich hatte gedacht, dass er am besten gegen das Riesenskelett durchhält. Jost und Gwenny kümmern sich jetzt. Ich hätte auch Paralysis. Ich habe ja den Paralysis. Ich hätte es damit versuchen können. So. Ob Jost rechtzeitig die Heilung schafft von Nasreddin, ich bezweifle es ja fast. Ich meine, wir sind hier bei Drakensang. Nee, er hat es tatsächlich geschafft. Bin stolz auf ihn. Das Ding hier, das Zyklopenskelett, ist eigentlich voll leicht zu besiegen. Die Probleme sind echt die Grolme. Auch hier kann man wieder mit Noob-Taktiken die Grolme irgendwie weglocken. So, mach mal einen Fulmen. Falls Jost das hier nicht beendet. So. So, sehr schön. Jetzt darf Gwendala sogar mal wieder ihren Bogen rausholen. Und mit Meisterschutz so weiterarbeiten, während Jost mal zaghaft die Flucht ergreift. Oh, 17 Lebenspunkte. Sehr schön. Puh. Fast noch schwerer der Kampf wie die Rattenmutter, meiner Meinung nach. Vielleicht stelle ich mich auch immer besonders doof an. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier hätte ich mir in dem Kampf gerne meinen Trall zurückgewünscht. Aber nun gut, Zyklopenskelett, was hat's dabei? Ein Zyklopenschädel?
Leider nichts Besonderes. Aber was können wir hier rausnehmen? Na? Das ist gerade ein bisschen buggy. Eigentlich müsste ich doch... Ach, da ist ein Schalter. Nun gut, ich dachte schon. Ah, damit lasse ich das runter, sehr schön. So, jetzt oder muss ich noch einen runterlassen? Was habe ich gesucht? Du musst Argoram, Sohn des Artosham sein, ein Streiter der Drachenqueste und legendärer Träger des Flammenhelms. Zolgrax berichtete mir von dir. Für wahr, das ist mein Name. Mein Name. Endlich weiß ich wieder, wer ich bin. Erinnerungen kommen zurück. Warst du vielleicht auf der Suche nach dem adamantenen Herzen? Du wurdest wohl hier eingeschlossen, weil du keine weitere Scheibe für das Portal zurück nach Murolosh hattest, richtig? So vieles sehe ich noch unklar, aber ich weiß, dass ich die Türen der Zyklopen mit den Schlüsseln aus dem Portalraum öffnen wollte, um das zu finden, wonach ich auf der Suche war. Als plötzlich er zornig aus der Wand fuhr und mich nach mir griff. Du meinst, er, der den Schatz bewacht? Was für ein Wesen ist das genau? Er ist der Herr aller Grolme, ein zorniger, wahnsinniger Geist, der noch immer seine Krone trägt. Viel mächtiger als diejenige, denen du bis jetzt begegnet bist. Ja, er entriss mir nach furchtbarem Kampf den Flammenhelm, das Amulett meiner geliebten Angroscha, die Scheibe für das Portal und auch zwei der Zyklopenschlüssel. Nur den letzten konnte ich vor ihm verstecken. Also hast du nur einen Teil der Höhlen erforschen können. Hast du die anderen Schlüssel nicht wiederfinden können? Nein, nein, nichts konnte ich mehr erforschen. Im Sterben lag ich, die Wunden bluten, die er mir geschlagen hatte. Doch ich klammerte mich an mein Dasein und wurde zu einem Geist, um diejenigen warnen zu können, die mir dereinst folgen würden. Seid bedankt, treuer Geisterfreund. Schau, das ist das Schild des Fendral, mein Gewinn aus der Drachenqueste. Ebenso wie du bin ich ausgezogen, das adamantene Herz zu finden. Und ich werde das Werk vollenden, das das Orakel uns Streitern aufgetragen hat. Aber was wird nun aus dir? Zum ersten Mal seit Jahrhunderten fühle ich so etwas wie Zuversicht. So sollst du auch der neue Träger des Flammenhelds sein, den du den scheußlichen Grollen wieder entreißen konntest. Du bist in der Tat auf dem Weg, mein Werk zu vollenden. Es ist nicht mehr weit. Ich werde dich in der Portalhöhle erwarten. Sehr schön. Und Nasreddin hat noch eine neue Stufe erreicht. 100. Okay. Gab es 100 Abenteuerpunkte vielleicht nochmal dafür, dass ich wusste, wer das ist? So, Islaib. Gewandtheit einmal höher. Hilft noch nicht, deine Hiebwaffen weiter zu erhöhen. Schade. Schade, schade, schade. So, Nasreddin. Dein Level-Up hat ja mal so gut wie gar nichts gebracht. Das akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Könnt die Lebensenergie erhöhen, aber 41 reicht bei dir eigentlich. So, Jost. Ja, was mache ich mit Jost? Worauf basieren... Ignifazis basiert auf kluger Intuition, basieren viele bei dir. Viele Zauber. Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich Klugheit erhöhen würde? Deine Magieresistenz würde nach oben gehen. Ich könnte den Ignifazis höher treiben. Und den Eisenrost. Und den Clarum Purum. Und generell irgendwie voll viele Zauber. Okay, nehme ich mal so hin. Klugheit 17. Ich glaube, damit ist er, obwohl, ich weiß nicht, ob Aralia klüger ist. Wie Jost. So, erstmal hier Armatrutz erhöht. Bei dir auch. Und dann noch einen schönen Skelettdiener. Aber ich habe ja Paralysis. Ich hätte das Skelett ja einfach paralysieren können.
Daran habe ich so gar nicht gedacht. Ich glaube, das hat mir den ganzen Kampf um einiges einfacher gemacht. Wo ich weiß nicht, ob es beim Skelett geklappt hätte, obwohl, ja gut. Ah doch, bei Ogern klappt es ja auch. Vielleicht hätte es da auch geklappt. Wer weiß. Auf jeden Fall, ja, Jost war leider sonst in dem Kampf halt leider komplett unnütz. Muss man leider so sagen, wie es jetzt am Ende war. So, Jost, hier einmal da in Ignifatius rein und du da einmal reinschmettern. So, irgendwie einfach. So, okay, ich glaube, den Ignifatius braucht es gar nicht mehr. Oder doch? Gut, die Geister hier waren jetzt keine sonderlich große Herausforderung. So. Schauen wir mal, wo uns die Treppe jetzt hier hinführt. Am liebsten wären wir ja nach draußen. Weg von den Tiefen von Guldur. Von denen habe ich nämlich jetzt eindeutig genug gesehen. Okay, Wasser fließt hier. Muss ich hierher? Ich glaube ja. Bin mir nicht sicher. Okay, giftige Pilze. Die kann Nasreddin mal eben entschärfen. Wie auch immer er Pilze entschärft. Vielleicht trennt er sie ganz langsam mit seinem Dolch irgendwie ab. Er muss irgendwie, keine Ahnung, genau gucken, dass er die richtige Schnittstelle findet. Keine Ahnung, ich versuche einfach gerade irgendwie zu erklären, wie Nasreddin jetzt hier Dingens es schafft, Pilzfallen zu entschärfen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich her? Ich kann leider überhaupt nicht lesen, was da steht. Muss ich hierher? Ja, das war die Zyklopenrundtür. Sehr schön. Oder? Ich sehe schon, der Weg ist jetzt gepflastert mit Geistern. Kämpfen wir jetzt gegen die oder fliehen wir einfach nur? Halt, warte, wir müssen kämpfen. Ich muss dem kleinen Zwerg doch noch sein Amulett wiedergeben. Ich habe eins von euren dämlichen Zyklopenskeletten besiegt, als ob ihr mir jetzt hier irgendwie Angst einjagen würdet. Ja. Da müsst ihr schon früher aufstehen. So. An euch zersäbel ich ja ohne große Probleme. Oh, nee, Jost wollte ich. Aber noch ein Fulmen. So, vielleicht war der Fulmen auch irgendwie unnötig schon. Ja, war er. Egal. Komm, haut doch einfach weg. Tut jetzt nicht so, als wären das schwere Gegner. Wir wissen alle, dass es nicht sind. Da. Furchterregend. Oh, da hat sich einer verkrochen. Einer, der dachte, er fällt nicht auf. Tja. Pech gehabt. Feiglinge trifft's bei uns auch. Da kennen wir keine Gnade. Mein Amulett! Du hast das Amulett gefunden. Ich danke dir. Hier, lieber Zwergengeist, nimm es.
Aber ich kann es nicht greifen. Ich bin ein Geist. Bitte lege es zu meinem Leichnam. Dort gehört es hin. So sei es. Ich hoffe, nun findest du endlich Erlösung. Erlösung? Ja, all die Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange schon. Jetzt wendet sich alles zum Guten. Ich danke dir. Ich gebe dir meinen Segen, auf dass du erfolgreicher in diesen Kavernen sein magst, als ich es einst war. Sei bedankt. Mögest du mit deinem Amulett Frieden finden. Schon wieder Gegner. Spawnen jetzt die ganze Zeit? Vor allem, ich merke gerade, ich bin so doof, ich habe den Flammenhelm gar nicht ausgewählt. Wie spawnen die jetzt hier immer? Greif du schon mal da unten an. Onkel Nasre, den schafft er schon alleine. So, komm. Einmal feste drauf. So. Schauen wir mal, was kann der Helm der Flammen denn? Auf jeden Fall ein Rüstungsschutz von 6, das ist schon gar nicht mal schlecht. Helm der Flammen. Der Helm der Flammen ist ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Er ist aus einem seltsamen Metall, das extrem leicht und hart ist. Der Träger ist immun gegen Feuerschäden und durch magische Weise wird die Klugheit und Intuition des Trägers beflügelt. Auch das Zaubern ist mit diesem Helm möglich. Klugheit und Intuition und Flammenresistenz bekommen wir. Sehr schön. Und sieht gar nicht mal so scheiße aus. Sehen wir zwar ein bisschen aus wie so ein Billig-Superheld, aber kann ja nicht alles haben. Zwergenamulett. Nett, 50 Erfahrung, nur dafür, dass wir das Amulett da hingelegt haben. So, bis zur nächsten Gewandtheit braucht es leider noch lange. Bei dir allerdings nicht. Gewandtheit bitte höher. Und den Bogen gleich mit erhöht. 29. Das kannten sie doch mit Rulana mithalten. Zwar ist Rulana, glaube ich, immer noch einen kleinen Ticken besser, aber der kleine Ticken, der macht auch nichts mehr aus. Können wir jetzt zurück? Tatsächlich. Ich hätte speichern sollen. Oh Gott, ich hätte speichern sollen. Ich Idiot, ich hätte speichern sollen. Oh, wenn es jetzt... Wenn es jetzt crasht, ne? Oh, ich kann nochmal speichern. Ah, super. Wann habe ich denn die Teleporterscheibe bekommen? Gut, dass ich das hier mitkriege. Möchtest du tief von Gruldur endgültig verlassen? Du wirst anschließend nie mehr hier zurückkehren können. Das will ich auch gar nicht. Weg! Weg, weg, weg! Ich will diesen Ort niemals wieder sehen. Hallo, liebes Murolosch. Oh, Lugosch. Welch ein Irrsinn. Während ihr fort wart, ist der König schier verrückt geworden. Und viele andere Zwerge mit ihm, die nun ihre Brüder angreifen. Wie konnte es dazu kommen? Wenn wir das nur wüssten. Es ist, als greife der Wahn des großen Drachenfeindes nach uns. Xolgoras will die Ursachen nachgehen und sich mit euch vor dem Thronsaal treffen. Ich bringe euch schnell dorthin. Ja, beeilen wir uns. Die Torwale sind große, muskelbepackte Männer und Frauen. Sie sind geradlinig und haben die feine Diplomatie nicht gerade erfunden. Ihr Volk lebt in Schiffsgemeinschaften, den sogenannten Otterjaskos, an den aventurischen Nordwestküsten. Also, ich finde Islaf sehr diplomatisch. Und das war so klar, dass es jetzt abstürzt. Na, so, da sind wir wieder. Ah, ist ein bisschen nervig immer mit den Abstürzen, aber es liegt einfach nur an Preps leider. So, Xolgoras, Angrosch hat uns erhört. Ihr seid zurückgekommen. Die Lage ist schrecklich. Der König und seine Krieger kämpfen gegen jene, die noch klaren Verstandes sind. Konntet ihr denn inzwischen herausfinden, warum sich König Aromboloth so absonderlich verhält? Karoboschan Hortemann Angroschim. Sein seltenes Verhalten begann wohl kurz, nachdem ihr mit Prinz Arum nach Murolosch gekommen wart. Ich befürchte, dass die Ursache wohl der Karfunkel des besiegten Drachen sein muss. Der Seelenstein? Wie denn das? Schon der Drache war auch im Bericht nach verrückt und des Wahnsinns. Und nun trägt König Arombolosch den Karfunkelstein dieses Drachen in seiner Krone. Zudem scheinen ausschließlich diejenigen Zwerge von dem Fluch betroffen zu sein, die sich lange im Thronsaal beim König aufhielten. Und beim Stein. Wie perfide.
Würde es denn reichen, ihm den Karfunkel wieder abzunehmen? Ich kann es nur hoffen. Prinz Arum und mir ist es gelungen, den König mit seinen Wachen im Thronsaal einzuschließen. Sie gebärdeten sich furchtbar. Statt der königlichen Streiter stehen nun Prinz Arums Drachentöterwache. Sie können euch Zutritt gewähren, wenn ihr euch tatsächlich hineinwagt. Müsst ihr versuchen, König Arambolosch so weit niederzuringen, dass ihr den Stein aus seiner Krone schlagen könnt. Ihr wollt, dass ich die Zwerge im Thronsaal angreife und nötigenfalls erschlage? Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Bei Angrosch, wir werden hoffentlich die meisten von ihnen nach dem Gefecht noch von der Schwelle des Todes reißen können. Aber jedes Zögern wird jetzt nur noch mehr Opfer fordern. Gotosha Mortomosch. Was geschieht dann eigentlich mit dem Stein? Berührt ihn möglichst nicht, sonst seid ihr die Nächsten, die dem bösen Einfluss zum Opfer fallen. Wartet auf mein Eintreffen. Wie viele Zwergenkrieger befinden sich derzeit bei König Arambolosch im Thronsaal? Ich vermute, dass mehr als ein Dutzend noch bei ihm ist. Allerdings weiß ich es nicht genau. Wappnet euch gegen heftigen Widerstand. Okay, dann auf ins Gefecht. Habt ihr Erfahrung nur dafür, dass wir hier sind? Gut, wir sind schon toll. Da kann man mal gut... Ah, es reicht noch nicht für die nächste Gewandtheit. Schade. So, speichere Spielstand. Ja. Bitte stürze jetzt nicht beim Speichern ab. Das wäre natürlich äußerst ungünstig. Ach, ich hätte nur mit Arum reden können. Egal. Angrosch mit euch. Die Tür wurde verriegelt, aber beunruhigende Geräusche dringen aus dem Saal. Noch konnten wir das Geschehen vor der Bevölkerung geheim halten. Es wird aber zunehmend schwieriger. Könnt ihr uns im Kampf unterstützen? Nein, Islaf Eriksson. Undenkbar für uns, unseren eigenen König anzugreifen, selbst wenn wir wissen, dass er von einem Dämonen beeinflusst ist. Ich spreche im Namen aller Spießgesellen, wenn ich sage, es ist undenkbar, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt. Ich fühle mich geehrt. Habt keine Sorge, ich werde dieses Problem lösen. Ich werde das hintere Tor hinter euch wieder verschließen und erst wieder öffnen, wenn ihr die Situation bereinigt habt. Das vordere Tor hier bewachen wir. Soll ich euch nun hineinlassen? Ja, öffnet die Pforte. Soll ich da vorne noch erledigen? Ich hätte jetzt irgendwie noch eine Truppe wechseln können oder irgendwie noch eine Sonderfertigkeit lernen können. So, natürlich. Was heißt natürlich? Aber wir werden... Wir werden keinen von den Zwergenkriegern angreifen. Wir werden uns tatsächlich nur auf Arambolosch konzentrieren, den ich gerade mit Gwendala leider nicht ausgewählt bekomme. Steht doch da hinten. Vorhin konnte ich den noch auswählen. Ja, habe ich geschafft. So. Tod allen Feinden. Du, ein Todesstoß auf Arambolosch und du, fackelst ihn mal ein bisschen an. Es ist zwar gefährlich, alle hier zu... Ja, gut. Jost hat es wie immer direkt von den Beinen gerissen. Ja, es wirkt gerade sehr bescheuert, was ich mache. Ist es zum Teil auch. Oh, danke, dass Nasreddin so reingehauen hat. Was ist geschehen? Was habe ich getan? Der Karfunkel. All das Blut. Oh nein. Ich muss wahnsinnig gewesen sein. Das stimmt. Euer Majestät, ihr standet unter dem Einfluss eines Dämons der Zwietracht, der in den Karfunkel steckte. Aber das ist nun vorbei. Der Stein ist zerschlagen. Ja, der böse Geist im Stein. Ich merkte zunächst gar nicht, wie er meinen Verstand umnebelte. Aber dann hat er mich zur Marionette gemacht. Diese Schmach. Kerangrosch Garaschmocks. Verhöhnt hat er mich, während ich stumm zusehen musste, wie seine Niedertracht mein Volk vergiftete. Ich sah Bilder im Geiste. Die Bestie sprach zu mir, dass ihn Drachenanbeter in den Karfunkel eines jungen Drachen gerufen hätten. In einer Burgruine. Ach, das haben die da gemacht. Der Drache war tobsüchtig mit dem Dämon in seinem Schädel. Doch der Dämon weidete sich nur daran. Früher oder später mussten unsere Drachentöter kommen, um den Lindwurm, der so nah wütete, zur Strecke zu bringen. Und ich nah habe ihn in meine Krone gesetzt. Das war alles von diesen Dienern des Feindes geplant. Der Dämon sollte Murolosch in den Untergang stürzen. Perfider Plan, Respekt. Erneut habt ihr uns geholfen, Islaf Eriksson.
Euch soll stets ein Ehrenplatz in diesen Hallen sicher sein. Lasst euch vom Zeugwart ein weiteres Stück aus unserer Schatzkammer geben. Ihr seid zu groß, du Herr Romolosch. Dieses Angebot nehme ich gerne an. Ihr habt das Leben aller meiner Brüder verschont, die mit mir von diesem Wahnsinn befallen waren. Nicht ein einziger wurde getötet. Dafür sollt ihr euch zusätzlich noch ein drittes Stück aus unserer Schatzkammer mitnehmen dürfen. Ja, hätten wir jetzt irgendeinen von denen umgenietet, dann hätten wir das jetzt nicht gedurft. Vielen Dank, das ist zu großzügig. Wie ich sehe, habt ihr den Flammenhelm gefunden. Wir werden die Rüstung richtig zu einem Objekt zusammenfügen. Hier und jetzt, damit sie euch bei eurem weiteren Weg gut dient. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Ich war gekommen, um nach den Höhlen unter Murolosch zu suchen, wo vielleicht ein alter Schatz liegt, den die Drachenkultisten suchen. Das adamantene Herz. Mit vereinter Rüstung kann man durch die Feuerfälle von Algormosch in diese Höhlen gelangen. Diesen Weg möchte ich gerne beschreiten. Ich erinnere mich, dass euer Ansinnen unter dem Einfluss des Dämonen abgelehnt hatte. Nachdem ihr mich von den Nebel und meinen Geist befreit habt, sollt ihr nun die Erlaubnis erhalten. Was immer die Drachendiener suchen, soll zuerst von euch gefunden werden. Zolgorax, was wissen wir über diese Feuerfälle? Mein König, ich habe mich intensiver mit den Aufzeichnungen dieser Verräterin Aldessia befasst und interessante und für uns günstige Umstände herausgefunden. Die Teleporter-Plattform, die sie ausgegraben hat, führt an mehrere Orte. Um den Teleporter zu benutzen, muss man diese Obsidian-Scheiben aufwenden, die in dem Prozess dann aufgebraucht werden. Ja, das habe ich auch herausgefunden. Aber ich habe keine weiteren Scheiben gefunden. Diese Erkenntnis nutzt uns also nichts. Ah, nicht so vorschnell. Als wir die Obsidian-Scheiben fanden und ihr sie benutztet, um das Portal zu öffnen, da war mir, als hätte ich ein ähnliches Objekt schon einmal gesehen. Und tatsächlich, wir Angroschim haben bei unseren Ausgrabungen vor langer Zeit etwas Vergleichbares gefunden. Ich habe die Obsidian-Scheiben eingesetzt und ein weiteres Portal geöffnet. Seid ihr hindurchgegangen? Was ist auf der anderen Seite? Gemach, Gemach, das Portal unterscheidet sich von demjenigen, das ihr benutzt habt. Es strahlt eine starke Hitze aus. Deswegen vermute ich, dass es mit den eben jenen Feuerfällen in Zusammenhang steht, die ihr durchschreiten wollt. Je länger ich die Aufzeichnung studierte, desto mehr schien es mir, als dass nicht die wahren Feuerfälle gemeint sind, die heißen und tödlichen Strömen flüssigen Gesteins, sondern eben jenes Portal. Dann kann ich also durch das Portal in Aldessias Räume hinter die Feuerfälle gelangen? Ja, das denke ich. Ich bin mir sogar sicher. Das Portal ist übrigens geschützt. Dadurch, dass es mit Feuerfällen verbunden ist, strahlt es eine tödliche Hitze aus, die kein lebendes Wesen durchschreiten kann. Ihr jedoch habt die Flammenrüstung errungen. Sie wird euch ermöglichen, dieses Portal zu durchschreiten. Ja, da bin ich mir ganz sicher. So ist also die Flammenrüstung der Schlüssel. Ach, das fügt sich alles zusammen. Das Orakel der Hesinde hat mich also bis hierher geführt und mir alles in die Hand gegeben, was ich brauche, um diese Aufgabe lösen zu können. Fürwahr, es ist euer Schicksal, diesen Weg zu beschreiten und zu obsiegen. Dann werde ich keine Zeit mehr verlieren. Hab Dank für alles. Autosave. Sehr schön. Hat auch mal gute Erfahrungspunkte gegeben. Womit Nasreddin mal wieder seine Gewandtheit höher pumpen kann. Und nochmal auf Dolch. 2028, meine Güte, der Typ kann mit Waffen umgehen. Das muss man ihm lassen. Islev kann auch noch einmal auf Gewandtheit. Bringt ihm aber weiterhin nichts, was irgendwie schade ist. Jost, ach du meine Güte, Jost, der kann ja hier alles. Eisen, Rost und Patina. Dann hier hinten noch den Dingens. Dann erstmal nichts mehr. Du einmal die Dolche nochmal höher. Ja. Die Dolche nochmal höher. So, nicht zu verachten. Dann gehen wir mal hier raus. Soll ich in dieser Folge noch vom Zeugwart mein Zeugs abholen? Ja, das mache ich. Da kenn ich nix. So, noch einmal quicksaven. Wollt ihr den Thronsaal verlassen? Ja, lasst mich hinaus. Ich werde euch hinausgeleiten. Sehr schön. Eigentlich braucht man noch niemals wirklich das dritte Stück, weil ich glaube, die beiden
Es gibt ja zwei Äxte dann noch zur Auswahl. Einmal eine Einhand und einmal eine Zweihand. Die sind, glaube ich, beide gar nicht so gut. Naja. Auch reden wir kurz nochmal mit Gerling. Nee, das mache ich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Nee, ich mach's jetzt. Vex zum großen Drachentöter. Es ist immer eine Freude, euch zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Gerling. Gehabt euch wohl. Wartet, ich habe da eine Bitte an euch. Es ist ein klein wenig delikat, aber ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Worum geht es denn? Ich habe Nachricht von Graf Grovin erhalten. Er bat mich, ein paar Informationen zu überprüfen. Die steht in den Büchern, die im Thronsaal stehen. Nur kann ich dort nicht nachschlagen, ohne dass es Fragen aufwerfen würde. Ich jedoch habe Zugang zum Thronsaal und könnte die Werke dort lesen. Es geht also um nicht weiter nichts als ein paar Informationen in den dort aufgestellten Büchern nachzulesen. Was ist daran so delikat? Sprechen wir über Spionage? Es geht um ein paar Stammbäume und deren mögliche Verquickungen. Delikat ist es deswegen, weil es um mögliche Abstammungs- und Erbschaftsangelegenheiten geht. Ihr müsst wirklich nichts weiter tun, als die Bücher zu lesen und mich danach zu informieren. Aber wenn es weiter nichts ist, dann helfe ich euch gerne, Gerling. Können wir ja mal machen. Ich meine, der hat auch genug schon für uns getan. Zeugwart Ottosch. Garrosche, Freund von Murolosch. Ich hörte, dass der König euch zum Dank für eure Hilfe ein weiteres wertvolles Artefakt aus unserem Arsenal versprochen hat. Sagt an, was wollt ihr haben? Das Gewand der Verwirrung, das auf wunderbare Weise Angriffe gegen den Träger fehlschlagen lässt. Eine grandiose Wahl. Dieses Gewand wird euch gute Dienste leisten. Mit magischen Fädengewebe lenkt es die Gedanken und damit auch Waffen eurer Gegner ab, so dass sie euch verfehlen. Es war einst ein Geschenk an einen zwergischen Prinzen für seine Tapferkeit. So viel ist bekannt, aber wer es schuf und ihm schenkte, wird immer ein Geheimnis sein. Danke, der König versprach mir sogar noch ein weiteres Stück, weil kein Zwerg bei meinem Eingreifen zu Schaden kam. Aber natürlich, welches Stück darf es denn sein? Wir nehmen die Einhandwaffe, weil Islaf die vielleicht gebrauchen könnte. Und Vorgrim werde ich nicht nochmal mitnehmen, deswegen brauche ich den Zweihändigen nicht. Kangroscha, zu Gareti gut gemacht, eine Streitaxt voll mystischer Kraft. Eine großartige Wahl. Die Streitachse hielt ihren Namen von ihrem Schmied, dem Meister Kargosch, als er sie vollendet hatte. Wusste er, dass er etwas Grandioses erschaffen hatte. In seiner Bescheidenheit sagte er Kangroscha. Und dies wurde der Name dieser außergewöhnlichen Waffe. Danke. Mal schauen, was die kann. Gewand der Verwirrung, das gebe ich Gladys. Magische Robe mit Arkanstrickereien und wertvollen Edelsteinen besetzt. Die Robe schützt den Träger, indem sie Angriffe seines Gegners erschwert. Gegnerische AT minus 4. Und Kangroscha 1W plus 6 minus 1. 5% Chance auf Wunde. Die ist nur ganz, ganz leicht besser wie unsere. Die ist eigentlich schon fast schlechter. Also. Wie gesagt, die Äxte hier, die man hier kriegt, sind nicht so wirklich gut. Apropos Äxte, wir haben ja hier noch die... Die Dingens hier, diese Zwergenskreier, die ich noch machen will mit 1W plus 9. Ich denke mal, die wird sogar besser sein, wie die Waffe hier. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Einmal möchte ich noch kurz mit dir reden. Garrosche. Ihr sprecht doch Zwergisch, oder? Garroschem heißt bei uns, seid gegrüßt oder willkommen. Nicht zu wechseln mit Baroschem, das heißt Prost. Aber entschuldigt, ich rede zu viel. Kann ich etwas für euch tun? Ich habe in den Höhlen unter der Stadt diesen Helm hier gefunden. Ich wollte ihn den Angehörigen des Verstorbenen zurückgeben. Ein Helm? Zeigt mal her. Das ist ja erstaunlich. Es ist der Helm von Rumbald, Sohn des Ragimor. Er war ein Großonkel von mir. Die Familie hat nie erfahren, was aus ihm geworden ist. Ja, das ist mal ein Zufall. Ich fand den Helm in einem zugemauerten Gang. Offenbar drang dieser Rumbald bis in die verschlossenen Höhlen vor. In den untote Grollen verwandeln. Ich denke, er fiel ihnen zum Opfer. Eine glückliche Fügung. Das Gedenken an unsere Ahnen ist für uns Angroschim sehr bedeutsam. Wir wussten lange nicht, wie Rumbard starb. Sein Grabtafel konnte nicht beschriftet werden. Ich danke euch, dass wir nun Gewissheit haben. Bitte nehmt diese kleine Summe als Dank. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nein, eigentlich nicht. Sehr schön. Nochmal 50 Abenteuerpunkte. Heißt nix. So. Das reicht dann aber auch für diese Folge, die ist lang genug geworden und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Drakensang und bis dahin, macht's gut!